Das ewige Feuer sei mit dir. Hallo, ich kenne dich nicht. Vielleicht werden wir uns ja einig. Und wie? Ich zahle, ihr lasst mich rein. Her damit. Geh rein. Und denk dran, wir beobachten dich. Wer regelt die Kämpfe? Igor! Gang runter, dann links. Bereit. Du bist dran. Ich bin bereit. Kriegen die Verlierer auch was? Schrecklich blass. Kriegen eine Fahrt zum Friedhof. Mensch, hast du Angst? Du denkst an die Abmachung, hoffe ich. Hab sein Schwert mit einem rostigen vertauscht. Du musst einen Augenblick durchhalten. Schießt du mich so an, Frau Jüngchen? Und dann weide ich den Arsch wieder. Hör auf zu glotzen. Du verhext uns noch die Arbeit. Ist dein Weg. Ist das dein Weg? Wir hatten mehr vereinbart. Die sind nicht schlimmer als kaum. Novigrad wird beschützt. Ich brauche Arbeit. Was kannst du denn? Mit dem Schwert umgehen. Ich könnte als Leibwache arbeiten. Und wen hier würdest du bewachen? Menschenmengen können außer Kontrolle geraten. Jemand muss den Frieden wahren. Hm? Hast du irgendwelche Berufserfahrung? Ich bin ein Hexer. Mein ganzes Leben lang töte ich Monster gegen Bezahlung. Menschen sind kein Problem. Eine Wache muss manchmal kämpfen. Aber das ist nicht das Wichtigste. Die eigentliche Frage ist, ob du dich kontrollieren kannst. Und ob du die Menge kontrollieren kannst. Ich habe gelernt, meinen Herzschlag, meine Pupillen und meinen Stoffwechsel zu kontrollieren. Mein Medaillon vibriert in der Nähe von Gefahr und ich kenne ein paar einfache Zauber. Ich muss dich prüfen. Mal sehen, wie du kämpfst. Wenn du überhaupt kämpfen kannst. Geh in der Arena kämpfen. Wenn du 3 Kämpfe überlebst, gebe ich dir Arbeit. Stell mich auf. Hab ich schon. Wir fangen sofort an. Oder musst du dich noch vorbereiten? Bin immer bereit. Wunderbar. Mal sehen, was du wert bist. Denk dran, es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Das Publikum mag es nicht, wenn man den Gegner verschont. Kann losgehen. Geldbörsen raus! Es werden Wetten angenommen! Aus dem fernen Osten, wo ein Menschenleben weniger wert ist als ein Becher Wasser. Ein Hexer, ein mörderischer Mutant. Sein Gegner, Gustav Röhne. Ein Mann, der sich selbst aus dem Mutterleib befreit hat. Mit einem Messer. Na komm schon. Wie immer, ein Kampf auf Leben und Tod. Reißt euch zusammen, Jungs. Nicht. Ich hab Kinder. Töten! Du kanntest die Risiken. Nein, Kinder! Der Hexer hat gewonnen! Nächster Kampf. Und weiter geht's. Der Hexer gegen die haarigen Brüder. Direkt von den wilden Skellige-Inseln. Ihr Vater war ein Braunbär. Sie leben, um zu töten. Du wirst es nie lernen.
bei Heimdalls Axt! Ergib dich, oder du endest wie dein Bruder. Niemals! Zusammenbleiben! Bei den Geistern aus Mörhorn! Na komm schon! Mutierter Dämon! Der Hexer hat wieder gewonnen! Nächster Kampf! Der Hexer! Tut, was er am besten kann. Auge in Auge mit Bestien. Komm schon, komm näher. Ihr wollt mehr? Lasst die Bestien los! Schon.
Und noch ein Sieg für den Hexer! Bravo! Die hast du gründlich kalt gemacht! Man hat mir gesagt, ein echter Schläger wäre in die Arena gekommen. Ist das zu glauben? Es stimmt. Danke. Cyprian Willi, den meisten als Hurensohn Junior bekannt, weiß ordentliches Handwerk zu schätzen. Also, genug geplaudert. Jetzt... Die Zwerge von Hacker sind in der Kanalisation. Sie haben die Wachen abgeschlachtet. Steh nicht rum wie ein verdammter Pimmel bei der Hochzeit. Ruf die Männer und mach die Zwerge nieder. Und würde bitte jemand den verfluchten Hexer töten? Ihr habt den Mann gehört! Tötet ihn! Komm näher. Verfluchte Scheiße. Der Hexer. Schlag. Jetzt geht's rund. In sein Schwert zu rennen. Verdammt! Auf ihn! Ah!
Ihr Flüche! Ha! Bringen wir es zu Ende. Umzingle ihn! Jetzt! Du verfluchter Bastard! Versuch's doch, du Schwanz! Haltet euch die Augen zu! Ich werde dich abschlachten wie einen Hund. Komm schon. Ich will dich abschlachten wie einen Hund. Ewiges Volk, rette uns vor Nilfgaard. Du hast bestimmt so manches Herz gebrochen. Nicht wahr? Unser Gebet vor dem ewigen Feuer, dem Herrn und Beschützer unserer Stadt. Sie lassen Gesichter. Ich wollte frischen Fisch. Was ist das hier? Frischer Fisch. Der soll frisch sein. Elfenblut, was?
Statuetten nach dem neuesten Modetrend hier und nur hier zu haben. Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden haben. Oho, Geralt der Rivier. Kurz, wer dir heute den Arsch küsst, beißt morgen rein. Wir müssen sicher, alle Straßen nicht hier ist. Da wachsen mir doch eher Zähne im Arsch, als dass Hurensohn sich in seinem Haus versteckt. Hacker hat gesagt, wir sollen gründlich sein. Also suchen wir überall. Aber wir sollten die Leichen verbrennen. Sonst kommen die Ratten zum Festschmaus. In der Mine ist's wie im Krieg. Man weiß nie, wann man dran ist. Nette Klingen hast du da. Ganz schön schwer, hier Arbeit zu finden, Hexer. Die Zwerge sind so gründlich wie Steuereintreiber. Sie haben nichts zurückgelassen. Hoho, Geralt der Rivier. Hier ist nichts Interessantes. Hier ist alles sauber geschrubbt worden. Schön schwer, hier Arbeit zu finden, Hexer. Alle Straßen führen nach Mahakam. Verdammt! Schon wieder verlaufen! Komm her! Kommt alle her! Ich muss pissen wie ein Stier. Los, los! Noch mehr Treibgut aus Temerien. Wandler abschauen. Ah! Oh, halt mal! Habe ich die Wäsche aufgehängt oder nicht? Lauf, Plätze! Hey, Hübscher! Was muss ich tun, um deinen schönen Tee zu kriegen? Was muss ich tun, deine Schuld? Hurensohns Männer haben die stinkende Hecke geplündert. Oh, da ist Bettler bestimmt angepisst. Solange die Schwarzen... Langsamer. Wälder jagen, solange ist Novigrad sicher. Leute wie du haben hier nichts verloren. Was willst du hier eigentlich? Was hier jeder will. Bisschen spielen, mich amüsieren. Nur geladene Gäste, Kumpel. Pech gehabt.
Vielleicht können wir uns einigen. Hörst du? Schon wieder? Nein, können wir nicht. Wie viel? Hey, denk dran, was ich dir gesagt habe. Wir sollen höflich sein. Mir geht nur langsam die Geduld aus. Wir wollen dein Geld nicht. Wir wollen auch sonst nichts. Jetzt verschwinde, bevor wir richtig wütend werden und gar nicht mehr höflich sind. Das ist ja die reinste Scheißausfliege. Bist du nicht in Nordmoyen? Da kannst du nicht rein. Ich gehe da rein. Besser, ihr lasst mich. Und was, wenn wir dich nicht lassen? Dann töte ich euch. Hast du gehört? Ja, hab ich. Er hat uns bedroht und wollte die Waffe ziehen. Stirb, verdammter Bastard! Du bist ja die reinste Scheiße. Zusammen, Jungs! Bist du taub? Schieb ab! Ihr Flüche! Mann! Komm schon. Scheiße. Ich hetz dich auf, du Lump. Oh!
Ich werde dich abschlachten wie einen Hund. Umzingelt ihn! Na komm schon! Tötet den Bastard! Du verfluchter Bastard! Komm schon, komm näher. Reißt ihn von hinten an! Jetzt alle gemeinsam! Tötet den Bastard! Ich schlitz dich auf, du Lump! Haltet euch die Augen zu! Schlagt ihn! Tötet ihn! Los, auf ihn! Na komm schon! Du bist so gut wie tot! Versuch's doch, du Schwanz! Ich sollte mich umsehen. Totgeschlagen. Hey, hörst du mich? Lebst du noch? Bring mich nicht um. Hab ich nicht vor. Wer zum Teufel bist du? Hab unten Schreie gehört. Jetzt ist alles gut. Hilfst du mir? Du bist nicht schwer verletzt. Lass uns zuerst reden. Warum bist du hier? Wonach sieht's denn aus? Zum Sitzen und Trinken natürlich. Also gut, schlau und hart funktioniert nicht. Sie halten mich für einen von Bethlams Maulwürfen. Bist du einer? Nun, irgendwie schon. Und was hast du irgendwie rausgefunden? Hurensohn arbeitet mit den Redanian zusammen. Ich weiß nichts Genaueres, aber er steht auf ihrer Seite. Das ist alles, was ich weiß. Pass auf dich auf. Danke. Ich tauche unter, bis sich alles wieder beruhigt hat. Bethlam wird erfahren, dass du mir geholfen hast. Geh zu ihm. Er wird dich belohnen. Weiß Dijkstra, dass Junior eine Abmachung mit den Redaniern getroffen hat? Thank you.